Ja, Herr Schröder, heute 4-1 Auswärtssieg hier beim SV Tasmania. Wie fällt erstmal so das Fazit aus zum Spiel? Na gut, wenn man gewinnt, auch in der Höhe, ist man natürlich erstmal glücklich. Ich denke auch so die ersten 25, 30 Minuten haben wir hier auch feldüberlegen, auch wenn wir unsere Chancen dann nicht gut zu Ende spielen, dann kommt Tasmania ein bisschen auf und wir haben viel zu viele Ballverluste. Das ist ein bisschen, ja, daran müssen wir noch arbeiten, an der Ballsicherheit in hitzigen Phasen. Zweite Halbzeit sind wir natürlich fantastisch aus der Halbzeit gekommen. Die Jungs haben das super umgesetzt, was wir zusammen besprochen haben. Und dann ähnlich wie in der zweiten Halbzeit verlieren wir so nach 15, 20 Minuten halt wieder komplett die Ordnung, komplett den Faden, lassen den Gegner, der eigentlich total tot ist, wieder ins Spiel kommen und spielen die Konter nicht vernünftig zu Ende. Und ja, das trübt natürlich die Stimmung etwas, aber nichtsdestotrotz nach der auch Niederlage letzte Woche, wo wir alle sehr, sehr, sehr geknickt waren, war das eine gute Reaktion der Mannschaft. Und ja, da können wir auch zufrieden sein. Ja, wir heute 1-4 verloren gegen Hertha 03 hier zu Hause. Wie fällt erstmal so zum Spiel die Analyse aus von dir? Wir haben uns auf jeden Fall mehr erhofft, mehr vorgenommen. Die ersten 10, 15 Minuten, würde ich sagen, haben wir verschlafen. Kassino auch da schon das 0-1 nach dem Elfmeter. Und dann muss ich sagen, kommen wir, ich sag mal, teilweise gut ins Spiel. Er spielt uns ein paar Torchancen, Tormöglichkeiten. Aber jetzt auch keine klaren, hundertprozentigen Torchancen. Und ja, dann kommen wir raus und möchten hier das Spiel drehen und kassieren nach 25 Sekunden nach dem Anpfiff schon das 0-2 und zwei Minuten später das 0-3, was gar nicht geht. Also sorry, in zwei Minuten zwei Gegentore, das war dann zu viel. Trotzdem hat man nicht die Köpfe hängen lassen. Wir haben weiter versucht, hier das Tor zu erzielen, machen dann auch durch Böttcher das 1-3. Und danach, ja, haben wir alles nach vorne geworfen, hatten noch zwei, drei Möglichkeiten. Wenn der eine Schiedsrichter vielleicht da nochmal Elfmeter pfeift, Handelfmeter, kommt man vielleicht zum 2-3 und dann, ja, dann schwimmt Zehlendorf. Ja, in der 92. kassieren wir dann aber das 1-4 und das war halt dann das K.O.